So, wir werden also jetzt eine zweite Session starten. Ich habe also vorher drei Platten mit drei herbekommen. Es war sehr knapp, wir werden aber jetzt schneller arbeiten. Das heißt, ich werde wieder drei nehmen. Wenigstens blubbert es jetzt nicht mehr so sehr. Bisschen. Jetzt geht es schon einfacher. So, ich habe also wieder den Herd. Das mag ich gar nicht, dieses schwingende Luftzeug da drin. So, wir werden das jetzt auffüllen auf 3. Gut. Perfekt. Nein, das ist nicht perfekt. Das ist echt noch ein bisschen zu viel. Was mache ich jetzt? 3. Das ist ein bisschen zu viel. Da darf ich tatsächlich noch ein bisschen von dem Resin reintun. Jetzt ist perfekt. So. So gut. Ich rühre also wieder um. Es wird also sehr schmilchig. Hol da auch vom Rand das runter. Das heißt, 3 Minuten lang umrühren. Bringt da gar nicht viel, wenn man schneller tut. Sehr langsam, damit es sich verbinden kann. Ganz schön anstrengend, also jetzt weiß ich, warum ich ein Rührgerät hier da habe. Das werde ich aber beim nächsten Mal machen, weil ich habe noch große Platten auf. Mal wieder den Rand nehmen. So, was werde ich jetzt machen? Ja, also nachdem das beim letzten Mal nicht funktioniert hat mit dem, was ich eigentlich machen wollte, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt nochmal versuchen soll oder derweil einfach eine andere Technik machen soll. Ich werde jetzt nur 2 mischen, mal 3, Gurt, Schwarz und Silber. Kein Weiß.
kann die ja schon mal herrichten, während die da so mischt. Kein Weiß, wir haben Schwarz, wir haben Rot, wir haben Silber, das hat mir letztes Mal ganz gut gefallen. So, also ich denke, dass das jetzt 3 Minuten waren. Bin mir nicht sicher, aber ich denke mal. Es ist sehr lubrig. Also da sind Blasen drin ohne Ende. Ganz interessant. Gut, ist halt so. Wie gesagt, alles vom Rand runter, auch rein ins Material. So, schauen wir mal. Das dürfte recht gut vermischt sein. Gut, mit der Nummer. Aber jetzt glaube ich, dürfte es schon sein. So, jetzt werde ich das wieder aufteilen. 1, 2 und hier ein kleiner Teil Silber. So. Und wieder. Hole ich das da mit dem Teil rein. Das war letztes Mal ganz eine gute Mischung. Ja, schön, Konsistenz passt, Deckkraft passt auch. So, dieses Mal möchte ich das mit Marble probieren. Da bin ich jetzt ganz gespannt, wie das funktioniert. Also gut, das ist gut für mich, das habe ich gesehen. Da werden wir also jetzt das Schwarz nehmen. Also für 20 Minuten, gell, muss ich ehrlich sagen, 5 Minuten geht aufs Mischen drauf. Da müsste es ja ziemlich schnell sein. Also ich bin gespannt, wenn ich die großen Platten mache, weil ich habe ja 2 bis 3 Quadratmeter große Platten. Da bin ich schon sehr neugierig, wie ich das mache. Gut, da haben wir also das Schwarz, auch das ordentlich durchrühren, damit das gut verteilt ist. Ist gut von der Deckkraft, das zeigt mir das Holzstäbchen ja. Gut. So, und jetzt haben wir noch das Silber und da habe ich gesehen, da gehe ich einfach wirklich sporadisch her. Und du Rosine. Letztes Mal war das ganz okay, dieses Mal möchte ich es ein bisschen kräftiger. Da ist ganz wichtig, dass das Pigment gut vermischt ist. So, gut, und womit fange ich an? Ich werde also zuerst, da haben wir jetzt ein bisschen Malzzeug, das spielt keine Rolle, ich werde also zuerst das Schwarz verteilen, und zwar großzügig hier, weil das habe ich schon gesehen, das letzte Mal, das war ziemlich mager, und ich werde das auch
jetzt zuerst verteilen, diese Unkunststück. Andere Sachen sollten nicht rein. Also zuerst einmal verteilen. Großzügig Material liegen lassen. So, wo haben wir unsere Kante? Das ist die Kante, die ersichtlich sein wird. Dann werde ich die jetzt auch schon ein bisschen berücksichtigen. So. So. Gut, und der Rest will ich auffüllen mit dem Roten, weil ich möchte dieses Mal ein bisschen was anders machen. Also hier etwa drüber drinnen lassen, das ist super. Und hier. Und hier. So, ich würde sagen, das schauen wir mal, wie wir das verteilen. Weil das sollte ja ineinander verschwimmen. Keine roten Klecks gelassen werden sozusagen, sondern wirklich schön verteilt sein, so dass es wie ein Marmoreffekt kriegt. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Keine Ahnung, ob es wirklich klappt dann. Aber ich suche ja eine Technik, eine Variante für meine Küchenfronten, auch für den Spiegel. Darum mache ich das so. So, jetzt habe ich das einmal so aufgetragen. Wie gesagt, die Kanten müssen wir immer mit berücksichtigen. Das mache ich jetzt da. Gehe ich da nochmal schau drauf. Da rinnt es noch halt schön runter, wenn man ihnen da zuerst am Anfang ein bisschen hilft, dass das überhaupt möglich sein kann. Man kann auch mit Finger arbeiten. Ich mag das jetzt nicht. Also noch nicht, wer weiß, vielleicht ändert sich es noch. So gut, das ist ja ziemlich wildes Muster. Für sie gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was mit der Hitze noch machen können. Ja, wir können es umfließen, das gefällt mir ja ganz gut. Allzu lang werde ich nicht spielen, weil das habe ich letztens gesagt, sonst wird der Rest hart. Ja, man kann schon es auflösen, dass das nicht mehr so stark wird. Da haben wir wieder etwas, wo nicht angenommen wurde. Da haben wir zu wenig Material, das tun wir gleich was auf der Tour. Da oben. Schauen wir mal, was passiert. So. Wenn das Leerstellen sind, so leere sind, kann man einfach draufpacken. Das geht ganz wunderbar. Da gehen eben die Bubbles hoch, die hat man hier mit dem Finger hoch da drüber, da auch gut gegangen. Und irgendwas mir fehlt. So, und jetzt sehe ich schon mal da, dass das ganz recht toll wird. Aber ich möchte noch ein paar Akzente reinsetzen. Das heißt, ich will jetzt noch mit
mit dem hier. Aha, das ist einfach sehr dickflüssig, da kann man sehr schlecht solche Sachen machen. Aber ich fahre jetzt einfach mal so entlang. Schauen wir mal, was wir da jetzt machen können. Noch zusätzlich. Und wie gesagt, ich werde so noch einmal mit irgendwie einem Stäbli oder so durchfahren. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ich gar keine Linie mache, sondern es einfach nur ein bisschen verteile, damit das nur ein bisschen da drin noch ein bisschen Platz kriegt. Schauen wir mal, was da passiert, wenn ich das mache. Ja, das ist auch okay. Es wird ein bisschen aufgelockert. Jetzt kriegt ihr noch den so. Okay. Es ist sehr, sehr rot da. Ne? Kann ich natürlich noch ein bisschen auflockern, wenn es mir zu viel ist. Okay. So, und was ich jetzt definitiv mache, ich werde es aufspritzen mit dem Pigment. Das war zu wenig. Mal schauen, ob wir das anders herkriegen. Das ist also dieser Alkohol, dieser da werde ich jetzt das reintropfen. Mal schauen, was da passiert. Ich meine, da gibt es ganz große Tropfen, die da richtig schön aufplatzen. Das aufreißen, das hat schon was. So, okay. Jetzt werden wir nochmal hergehen und das rein. Das ist schon ein schönes Ergebnis, gell? Ein Zufallsprodukt, aber ein schönes Ergebnis. So muss eine große Fläche machen, könnte man das tatsächlich so machen. Au weh, es wird schon wieder härter. Das heißt, spielen darf man sich wirklich nicht lang, kann man mit so einem Teil nicht hantieren. Ich werde das jetzt so lassen. Ich fahre die Kante wieder ab. Gut ist. Und zum nächsten Projekt. Thank you.